Dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Matinee. Aber mich würde jetzt im Kontext von Protest interessieren, warum du, Julian, jetzt plötzlich anfängst, mit Kunst zu protestieren, also Kunst als Prozess einzusetzen. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein, was dich so erschüttert hat, was dich so bewegt hat, dass du gesagt hast, du willst diese Arbeit schaffen, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen, im Idealfall sogar diesen Missstand zu beheben, was schwer wird. Hintergrund ist, ich habe vor 1,5 Jahren, die Pandemie war an ihrem Höhepunkt, einen Artikel gelesen über einen Mann, der, ich schätze mal, 8 Jahre älter ist als ich, der etwa 100 Kilometer Luftlinie von hier in Frankenthal in der Pfalz in einem katholischen Kinderheim war. Und der Hintergrund des Artikels war, dass er nach über 30 Jahren zum ersten Mal Recht bekommen hat in der allerletzten Instanz und die Richter gesagt haben, ja, das, was sie erlebt haben, ist so passiert. Was er erlebt hat, ist im Bistum Speyer, zu dem dieses katholische Kinderheim gehört hat, er ist über 1.000 Mal vergewaltigt worden und die Nonnen waren seine Zuhälter. Und diese Geschichte dieses Mannes war der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich als Bürger zunächst mal und als Kunstschaffender nicht mehr schweigen und muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Also meine Ansicht ist eher, dass wenn wir die Kunst und die Politik voneinander unterscheiden, dass dann das Politische bzw. der Protest als eine Applikation für mich. Der Raum des Unbehagens ist entstanden auf meinen Reisen durch Europa, wo ich bei der Verfolgung von Medien sind einfach immer wieder bestimmte Themen hochgeploppt, wo ich denke, dass es Sinn macht, dass wir uns als Bürger damit auseinandersetzen. Da ist das Thema einmal logischerweise das, was wir tagtäglich sehen, spüren, fühlen, der Klimawandel, der uns beschäftigt. Wir müssen uns mit einer Auseinanderdriftung der Gesellschaften, ich glaube in allen westeuropäischen Staaten, auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit Themen wie Holocaustleugnung, was in erschreckender Form immer wieder ein Thema ist, wo man hört, wie viele junge Leute oder auch vielleicht auch Menschen meiner Generation tatsächlich nicht mehr glauben, dass das tatsächlich passiert ist. Mit dem Altar soll was passieren. Der soll an verschiedenen Orten gezeigt werden. Wir entwickeln gerade ein Konzept, ihn auf Tour zu schicken. Wie stellst du dir das vor? Was soll mit diesem Altar jetzt passieren? Es soll im Idealfall sogar 5 Stück geben, wenn sich Geldgeber finden, die das Ganze multiplizieren würden. Was passiert bei diesen Projekten, wenn der Altar auf Tour geht? Wie stellst du dir das vor? Naja, die Arbeit soll jetzt nicht irgendwo verschwinden hier in einem Klimaschrank, sondern die Arbeit soll gezeigt werden und soll einen Diskurs auslösen. Die Leute sollen miteinander ins Gespräch kommen, sollen streiten und ja, es soll was passieren, es soll was auslösen. Und dazu muss es gezeigt werden. Da erarbeiten wir ein Konzept für und ich würde mir wünschen, dass es auch im Rahmen einer Kirche, die mutig genug ist, gezeigt werden kann. Es gibt Kirchen, die Museen oder Ausstellungsräume angegliedert haben. Es soll gezeigt werden, die Leute sollen miteinander sprechen und das ist mein Anliegen. Deswegen habe ich es gemacht. Und da das kein lokales Thema ist, da es kein deutsches Thema ist,
sondern weil es über Kirche hinaus oder über unsere Religion hinaus geht es ja letzten Endes um Machtmissbrauch. Und das ist unabhängig von unserer abendländischen Religion. Es ist letzten Endes ein Problem von uns alten weißen Männern. Und insofern kann das weltweit gezeigt werden.